Im Kapitel Lineare Modelle werden Verfahren vorgestellt, die dazu dienen, die Regression robuster zu machen. Bei der logistischen Regression wird die Modellfunktion geändert, damit sie robust gegenüber Ausreißern wird. Ausreißer, das sind Beispiele, die gemäß ihrer Feature-Werte weit entfernt von allen anderen Beispielen in der Klasse auftreten. Sie können die Gewichte der Modellfunktion der herkömmlichen linearen Regression stark beeinflussen, sodass die erlernte Funktion für den praktischen Einsatz untauglich wird. Die Idee, die mit der logistischen Regression verfolgt wird, ist, die Funktionswerte der Modellfunktion gemäß der vorherzusagenden Klassen zu beschränken, also auf 1 und 1, bzw. 0 und 1, je nach Lernsetting der grund, die funktionswerte zu beschränken, ist, dass andernfalls ausreißern ein zu großer anteil an der lossfunktion der linearen regression zufällt. die abweichung des für ausreißer vorhergesagten funktionswerts geht schließlich quadratisch in die summe der quadratischen fehler der ss-funktion ein. die beschränkung der funktionswerte einer modellfunktion gelingt mit der sigmoid-funktion. Deren Funktionswerte für den Parameter z auf das offene Intervall zwischen 0 und 1 beschränkt sind. Durch Einsetzen der linearen Regressionsfunktion als Parameter z in die Sigmoidfunktion werden deren Funktionswerte auf die Kurve der Sigmoidfunktion projiziert und so auf dasselbe Intervall beschränkt. Die so entstehende Funktion wird logistische Modellfunktion genannt. Die zu optimierenden Parameter dieser Funktion sind dieselben wie bei der linearen Funktion. Die Optimierung der Parameter der logistischen Funktion sorgt jedoch dafür, dass Ausreißer keinen großen Einfluss mehr haben können, da ihre Abweichung vom vorhergesagten Modellfunktionswert kaum ins Gewicht fällt. Der zweite Ansatz, lineare Modelle robuster zu machen, Betrifft das Phänomen des Overfittings, dem durch die Anpassung der Lossfunktion mit Hilfe der Regularisierung begegnet werden soll. Mit Overfitting wird eine Trainingssituation umschrieben, ab der der Trainingsfehler einer Hypothese abnimmt, ihr wahrer Fehler bzw. der Holdout-Fehler jedoch zunimmt. Die so erlernte Hypothese kann so untauglich für den praktischen Einsatz werden. Durch Beobachtung und Vergleich des Trainingsfehlers mit dem Holdout-Fehler während des Trainings kann das Einsetzen des Overfittings erkannt und das Training an dieser Stelle abgebrochen werden, um die bestmögliche Hypothese auf Basis der Trainingsdaten und der Loss-Funktion, mit der die Hypothese optimiert wird, zu erzielen. Ein Weg, das Auftreten von Overfitting unwahrscheinlicher zu machen ist, das optimierungsziel in form der lossfunktion zu verändern. das geschieht durch die hinzunahme eines sogenannten regularisierungsterms. die lossfunktion l wird mit einer regularisierungsfunktion r summiert, die anhand des parameters lambda verschieden stark in die summe eingeht. solche funktionen werden allgemein als zielfunktionen oder objective functions hier kalligraphisch L bezeichnet. Die Regularisierungsfunktion soll größere Werte ausgeben, je komplizierter die Modellfunktion bzw. ihre Parameter sind. Ein Maß für die Komplexität eines Parameters ist sein Betrag. Ein Maß für die Komplexität einer Modellfunktion ist die Summe der Beträge ihrer Parameter. Je größer die Parameter, desto größer auch das Gewicht, das den Features beigemessen wird, diese Gewichten, und je komplizierter der Verlauf der resultierenden Modellfunktionskurve. Je stärker die Regularisierungsfunktion gemäß Lambda in die Zielfunktion einfließt, desto eher werden Modellfunktionen mit kleineren Parameterbeträgen bevorzugt und desto einfacher und zugleich auch realistischer ist vergleichsweise der Verlauf ihrer Kurven. Die Optimierung der Parameter linearer Modellfunktionen anhand ihrer Lossfunktionen geschieht mit Hilfe vom Verfahren zum Gradientenabstieg. Einiges zu diesem Verfahren wurde verteilt über die einführenden Folien, sowie in diesem Kapitel bereits gesagt. Im folgenden wird der Gradientenabstieg fokussiert am Beispiel der beiden Regressionsverfahren lineare und logistische Regression und der drei Lossfunktionen 01 Loss, quadratische Loss und logistischer Loss noch einmal erklärt. Das Gradientenabstiegsverfahren dient der Ermittlung eines lokalen Extremums einer differenzierbaren Funktion, die als f bezeichnet es wird als Verfahren erster Ordnung bezeichnet, da Informationen aus der ersten Ableitung der Funktion f herangezogen werden. Bei maschinellen Lernverfahren besteht die Aufgabe darin, in einem Hypothesenraum nach der optimalen Hypothese bezüglich einer Lossfunktion L bzw. Bezieh einer Zielfunktion kalligrafisch L zu suchen. Bei linearen Modellen sind das die Parameter einer linearen Modellfunktion. Im gezeigten Beispiel ist ein Hypothesenraum bestehend aus zwei Parametern W0 und W1 zu sehen, über dem auf der Z-Achse der Loss bezüglich einer Lossfunktion aller möglichen Hypothesen aus diesem Raum abgebildet ist. Die optimale Hypothese aus dem Hypothesenraum ist die, bei der die Lossfunktion minimal wird, hier gekennzeichnet durch ein Kreuz. Die bislang betrachteten Lossfunktionen sind konvex, so dass es genau ein Minimum gibt. Ausgehend von einer beliebigen Hypothese, also einem beliebigen Punkt im dargestellten Hypothesenraum, soll ein Gradientenabstiegsverfahren die Hypothese schrittweise optimieren. Das soll so geschehen, dass sie in Richtung des steilsten Abstiegs des, der Hüllkurve der Lossfunktion verschoben wird und damit näher an die optimale Hypothese herangeführt wird. Der Gradientenabstieg geht schrittweise vor, indem die Hypothese von einem Punkt an einen anderen Punkt mit geringerem Loss. Verschoben wird. Jeder Schritt kann als Kontur von Hypothesen gleichen Fehlers auf Basis der Lossfunktion in den Hypothesenraum projiziert werden. Um die Richtung des Gradientenabstiegs zu bestimmen, ist es nötig, den Gradienten nabla f. Abhängig von den Funktionsparametern von f zu bestimmen. Das geschieht mit Hilfe partieller Ableitungen bezüglich jedes Parameters. Im Fall des maschinellen Lernens sind das die Parameter der linearen Modellfunktion. Der Gradient ist die Richtung des größten Anstiegs oder Abstiegs und das Ziel ist, dem Pfad des größten Abstiegs zu folgen bis die Hypothese mit minimalem Loss erreicht wurde. Im folgenden Abschnitt wird das Vorgehen des Gradientenabstiegs für die folgenden drei grundlegenden Lernsettings gezeigt. Die lineare Regression mit quadratischer Lossfunktion, die lineare Regression mit 0,1 Loss und die die logistische Regression mit logistischem Loss und Regularisierung als Zielfunktion. Bei konvexen Loss oder Zielfunktionen garantiert der Gradientenabstieg, dass bei Verfolgung des steilsten Abstiegs das globale Optimum auch gefunden wird. Jedoch besitzen nicht alle der hier aufgeführten Verfahren eine konvexe Lossfunktion. In den Settings 2, 4 und 5 ist das Finden des globalen Minimums durch den Gradientenabstieg nicht garantiert, beziehungsweise im Fall des zweiten Settings sogar unmöglich. Im Setting Lineare Regression mit quadratischem Loss wird für eine gegebene Menge von Beispielen eine lineare Modellfunktion gefittet. Gegeben der verallgemeinerte Plot, der Distanz der Beispiele zur Diskriminationshyperebene. Auf der X-Achse ist die Diskriminationshyperebene als grüner Punkt abgetragen und auf der Y-Achse in blau der Modellfunktionswert einer parametrisierten Modellfunktion bzw. der erwartete Funktionswert pro Beispiel hier als grüne plus für die positiven Beispiele bzw. rote minus für die negativen Beispiele dargestellt. Als Lossfunktion dient die Residual Sum of Squares, die die Summe der quadratischen Fehler der Residuen von der Modellfunktion berechnet. Im Distanzplot sind die Residuen für jedes Beispiel abgetragen. Ihre jeweiligen Längen werden quadriert und summiert. Der zu einem bestimmten Zeitpunkt erlernte Gewichtsvektor repräsentiert eine bestimmte Diskriminationshyperebene, die im Hypothesenraum genau einem Punkt entspricht. An diesem Punkt errechnet die RSS-Funktion den globalen Loss anhand der von der Modellfunktion gemachten Fehler. Für alle Beispiele. Für alle denkbaren Parameterbelegungen bildet die RSS-Loss-Funktion eine konvexe Hüllkurve. Um den Maximalen Gradienten des aktuellen Gewichtsvektors zu bestimmen, werden Ableitungen der Lossfunktion gemäß jedes Parameters bestimmt. Es handelt sich um die partiellen Gradienten, die in Summe den Vektor als orangener Pfeil des steilsten Abstiegs auf der Hüllkurve repräsentieren. Um den Ausgangsgewichtsvektor zu aktualisieren, wird der Vektor der partiellen Gradienten und der ursprüngliche Gewichtsvektor addiert. Um so einen Schritt auf den Gewichtsvektor mit minimalen Loss zuzugehen. Dazu muss der Vektor der partiellen Gradienten negiert werden da man sich ansonsten auf dem steilstmöglichen Weg weg vom optimalen Gewichtsvektor bewegen würde. Des Weiteren wird mit der Lernrate eta ein, einer kleinen positiven Konstante, die Schrittweite kontrolliert, um zu verhindern, dass man über das Ziel hinausschießt. Hört man die partiellen Ableitungen von Nabla L bezüglich jedes Parameters durch, entspricht Delta W der Summe der Abweichungen der Modellfunktionswerte von ihren jeweiligen Zielwerten c für alle Beispiele. Jede einzelne Differenz eines Beispiels x entspricht dem punktweisen Loss für dieses Beispiel. Die Herleitung der Loss-Funktion ist als Bemerkung gegeben, allerdings nur für einen Parameter. Lassen Sie sich nicht davon ins Boxhorn jagen, dass hier das x nur bezüglich eines Feature-Werts xj angegeben ist, während hier der gesamte Featurevektor x multipliziert wird. Das liegt daran, dass wenn wir die Ableitung von l für jeden Parameter der Modellfunktion bilden, wir entsprechend viele dieser Gleichungen erhalten mit unterschiedlichen xjs. Und dass, da dies der einzige Unterschied ist, wir das ganze in Vektorschreibweise dann so aufschreiben können, so dass hier, eine, einfache Funktion, eine einfach zu berechnen und in den Algorithmus einzusetzende Funktion entsteht. Ein iteratives Verfahren zur Implementierung des Gradientenabstiegs auf Basis des globalen Losses ist der Batch-Gradient-Descent-Algorithmus. Eingaben sind ein Beispieldatensatz D, die Lernrate ETA und die Ausgabe ist der optimierte Gewichtsvektor für die Modellfunktion. Nachdem der Gewichtsvektor W zufällig initialisiert wurde, wird der Gradientenabstieg so lange durchgeführt, bis ein Konvergenzkriterium erreicht wurde. Der Update-Vektor Delta W wird iterativ für jedes Beispiel berechnet und summiert, um den globalen Loss zu bestimmen. Die For-Each-Schleife entspricht dabei der Summe der, in der Formel des globalen Losses. Hier zu sehen. Für jedes Beispiel X wird zunächst sein Modellfunktionswert bestimmt, dann das Residuum Delta als Differenz zwischen Zielwert und Modellfunktionswert und zuletzt der Anteil von X am Gradienten, um den globalen Loss zu vervollständigen. Der Fehler des Beispiels wird multipliziert mit dem Beispielvektor und der Lernrate Eta und dann wird Delta W summiert. Nachdem die Summe über alle Residuen gebildet wurde, wird Delta W zu W addiert und die Schleife beginnt erneut. Der Lernschritt des Algorithmus entspricht dem bereits bekannten Schema aus Modellfunktionsevaluierung, Residuenberechnung und Lossberechnung für jedes Beispiel mit anschließendem Update des Gewichtsvektors, um einen Schritt beim Gradientenabstieg zu gehen. Mit dem Batch-Gradient-Descent-Algorithmus wird der globale Loss für alle Beispiele optimiert. Demgegenüber lässt sich der Loss auch für jedes Beispiel einzeln berechnen, also der punktweise Loss, und die Update-Regel pro Beispiel unterscheidet sich nur leicht von der des BGD-Algorithmus, indem der Fehler pro Beispiel nicht für alle Beispiele summiert wird. Diese Punktweise Update-Regel hat unterschiedliche Namen in der Fachliteratur und wird als Teil des Incremental Gradient Descent Algorithmus eingesetzt. Der Incremental Gradient Descent Algorithmus hat dieselben Eingaben wie der Batch Gradient Descent Algorithmus, also einen Datensatz an Beispielen d und die Lernrate eta und die Ausgabe ist wiederum ein Gewichtsvektor w. Auch hier wird der Gewichtsvektor zunächst zufällig initialisiert und der Gradientenabstieg so lange verfolgt, bis ein Konvergenzkriterium erreicht wurde. In jeder Iteration wird der Gewichtsvektor jedoch im Unterschied zum Batch Gradient Descent Algorithmus für jedes Beispiel geupdatet, wie hier in Zeile 8 zu sehen, statt einmal auf Basis aller Beispiele. Dieser Algorithmus implementiert den bereits gezeigten Lernschritt ausschließlich in der inneren Schleife. Zunächst wird wieder ein Beisch, für ein Beispiel der Modellfunktionswert berechnet, dann das Residuum Delta als Differenz zwischen Zielwert C und dem tatsächlichen Funktionswert. Der update entspricht der Multiplikation von Delta mit dem Beispiel und der Lernrate eta. Und dieser Update-Vektor wird dann mit dem bislang benutzten Gewichtsvektor summiert. Der Unterschied zum BGD-Algorithmus ist, dass beim IgD-Algorithmus der Gewichtsvektor mit jedem Beispiel geupdatet wird und sich direkt auf die Vorhersage des nächsten Beispiels in der inneren Vorschleife auswirkt. Die Annäherung an das globale Optimum kann daher in bedeutend feingranulareren Schritten erfolgen, was in der Nähe des optimalen Gewichtsvektors vorteilhaft sein kann. Der Lernschritt entspricht dem des BGD-Algorithmus sowie dem der anderen bislang gesehenen Lernalgorithmen. Im zweiten Setting der linearen Regression mit 01 1 loss wird für eine gegebene Menge von Beispielen eine lineare Modellfunktion gefittet. Gegeben der verallgemeinerte Plot der Distanz der Beispiele zur Hyperebene. Auf der x-Achse ist die Diskriminationshyperebene als grüner Punkt abgetragen und auf der y-Achse in blau der Modellfunktionswert einer parametrisierten Modellfunktion bzw. der erwartete Funktionswert pro Beispiel. Als Lossfunktion dient hier die Indikatorfunktion i ungleich, die berechnet, ob sich ein Beispiel auf der einen oder auf der anderen Seite der Diskriminationshyperebene befindet. Im Distanzplot sind die Residuen für jedes Beispiel abgetragen. Da sich nur wenige Beispiele auf der falschen Seite des Residiums befinden, gibt es hier im Prinzip nur drei Beispiele, die tatsächlich einen von null verschiedenen Fehler aufweisen. Der zu einem bestimmten Zeitpunkt erlernte Gewichtsvektor repräsentiert eine bestimmte Diskriminationshyperebene, die im Hypothesenraum genau einem Punkt entspricht. Für diese Hypothese berechnet der 0,1 loss den globalen loss, den die Modellfunktion für alle Beispiele macht, als Summe aller Fehler. Für alle denkbaren Gewichtsvektoren entspricht der 0,1 loss einer Stufenfunktion. Diese Stufenfunktion ist nicht differenzierbar und daher ist der Gradient an allen Punkten auf einer Stufe Derselbe, nämlich 0. Ausgehend von diesem Wert ist es nicht möglich, den Gewichtsvektor gezielt in die Richtung des optimalen Gewichtsvektors zu verschieben, weil wir nicht wissen, in welche Richtung wir gehen sollen. Im dritten Setting wird eine logistische Modellfunktion mit Hilfe einer Zielfunktion bestehend aus dem logistischen Loss sowie einem Regularisierungsterm optimiert. Gegeben der verallgemeinerte Plot der Distanz der Beispiele zur Diskriminationshyperebene. Auf der X-Achse ist die Hyperebene als grüner Punkt abgetragen und auf der Y-Achse in blau der Modellfunktionswert einer parametrisierten Modellfunktion bzw. der erwartete Funktionswert pro Beispiel. als Lossfunktion dient der globale Sigma Loss summiert mit dem Regularisierungsterm der Ridge Regression. Im Distanzblot sind die Residuen für jedes Beispiel abgetragen, die immer kleiner werden, je größer die Distanz von der Diskriminationshyperebene wird. Der zu einem bestimmten Zeitpunkt erlernte Gewichtsvektor repräsentiert eine bestimmte Diskriminationshyperebene, die im Hypothesenraum genau einem Punkt entspricht. Wobei an diesem Punkt, genauso wie vorher, auch wieder der globale Loss gemäß der L-Sigma-Funktion berechnet wird. Bei alle denkbaren Gewichtsvektoren bildet auch der Sigma-Loss eine konvexe Funktion. Durch den Regularisierungsterm ist der Loss in der Nähe weniger komplexer Hypothesen bedeutend geringer als der Loss komplexerer Hypothesen. Um den maximalen Gradienten des aktuellen Gewichtsvektors zu bestimmen, werden Ableitungen der Lossfunktion gemäß jedes Parameters bestimmt. Es handelt sich um die partiellen Gradienten, die in Summe den Vektor als orangenem Pfeil des steilsten Abstiegs auf der Hüllkurve repräsentieren. Analog zu zuvor, um den Gewichtsvektor zu aktualisieren, wird der Vektor der partiellen Gradienten und der ursprüngliche Gewichtsvektor addiert, um einen Schritt auf den Gewichtsvektor mit minimalen Loss zuzugehen. Dazu muss der Vektor der partiellen Gradienten negiert werden, da man sich ansonsten auf dem steilstmöglichen Weg vom optimalen Gewichtsvektor wegbewegen würde. Des Weiteren wird mit der Lernrate Eta einer kleinen positiven Konstante die Schrittweite kontrolliert, um zu verhindern, dass man über das Ziel hinausschießt. Die Bestimmung der partiellen Ableitung von Nabla-L entspricht der Summe der Differenzen der auf die logistische Funktion projizierenden Modellfunktionswerte aller Beispiele von ihrem jeweiligen Zielwert C. Jede einzelne Differenz eines Beispiels entspricht dem punktweisen Loss für, für dieses Beispiel und einbezogen wird außerdem die Ableitung des Regularisierungsterms. Für dieses Setting wurde der BGD-Sigma-Algorithmus im Abschnitt zur logistischen Regression bereits vorgestellt. Der einzige Unterschied hier zum vorgestellten, zur vorgestellten Variante ist, dass der Regularisierungsterm berücksichtigt wird und demzufolge Zeile 9 ausgetauscht wird. Auch hier zeigt die Bemerkungsfolie die Herleitung der Lossfunktion bezüglich eines Parameters.